Hier wird heute Geschichte geschrieben. Ein Weltrekord. Ein Cha-Cha-Cha-Weltrekord. Mindestens 250 Paare müssen gleichzeitig 3 Minuten lang den Cha-Cha-Cha tanzen, damit der Versuch gelingt. Wird die Tanzschule es schaffen? Das werden wir gleich sehen. Stattfinden wird das Ganze hier im Studio B5 in Burgdorf. Seit Monaten hat die Tanzschule geschlossen und durch solche Aktionen versucht die Tanzschule mit den Kunden im Kontakt zu bleiben. Doch wie kommt man auf die Idee eines Weltrekordversuchs? Ja, einen Cha-Cha-Cha-Weltrekord aufzustellen, auf die Idee kommt man, wenn man Langeweile hat und eigentlich nicht arbeiten darf, zumindest so eingeschränkt arbeiten darf, dass man sich dann aus der Not geboren dann Dinge aus dem Hirn martert, die dann in dem gipfeln, was wir jetzt hier heute haben. Obwohl nur 250 Paare notwendig sind, rechnet die Tanzschule mit deutlich mehr. 1502 Paare haben sich angemeldet. Was sollte dem Rekord da noch im Wege stehen? Tatsächlich haben wir von unserer Seite gar keine Angst, weil wir alle Dinge, die es zu erfüllen gilt, die erfüllen wir. Was Zoom uns auferlegt, haben wir soweit alles hergestellt. Und jetzt kann es eigentlich nur daran scheitern, dass irgendwie der Server bei Zoom abraucht oder dass irgendwelche Personen nicht oder eine ganz, ganz große Menge an Personen nicht den Online-Zugang von sich aus zu Hause schafft. Also das hat sich insofern verbreitet, als dass ich erstmal diese 32 Tanzschulinhabenden angerufen habe und habe gesagt, so Mensch, habt ihr Lust mitzumachen? Die haben gesagt, ja, Hammer, total. Und die haben das natürlich auf Social Media bei sich dann und auch bei ihren Kunden gepostet. Und dann geht das natürlich durch die Situation Instagram, Facebook, TikTok und so weiter. Das geht natürlich heutzutage alles wahnsinnig schnell und viral, wie das Neudeutsch so heißt, glaube ich. Und ja, da hat es dann Klick gemacht und dann ging es auf einmal komplett durch die ganze Republik. Damit der Weltrekord auch wirklich offiziell anerkannt wird, sind in der Videokonferenz extra 5 Mitglieder des Rekordinstituts für Deutschland anwesend und kontrollieren, ob auch wirklich alle Paare tanzen. Olaf Kuchenbecker teilt uns als oberster Rekordrichter mit, dass dies ein ganz besonderes Event und auch eine kleine Herausforderung für die Richter war. Eigentlich die geringe Tanzzeit sozusagen herausfordernd, weil wir mussten ja im Grunde in 3 Minuten uns dann durch im Grunde 1400 Teilnehmer oder die Hälfte davon durchscrollen und die bewerten. Das war natürlich auch für uns so ein bisschen eine sportliche Geschichte. Dann ist es soweit. Berko Meier, Inhaber des Studio B5, mit den letzten Worten an die Tänzer vor dem Rekord. So, da geht es gleich los und zwar in genau 45 Sekunden. Ihr könnt euch jetzt alle schon mal aufstellen. Und dann geht es los. Es wurde getanzt in ganz Deutschland, von Hamburg bis nach München. Doch wie ging es aus? Konnte die Tanzschule einen Weltrekord aufstellen? Es gab minimalste Abzüge für Nicht-Tanzen, ehrlicherweise. Also überraschend viele haben tatsächlich ordnungsgemäß mitgemacht. Und das Rekordinstitut für Deutschland bestätigt damit den neuen Weltrekord. Und ich sage herzlichen Glückwunsch. Durch Berkos Idee besitzt die Tanzschule nun einen Weltrekord. Wie fühlt man sich da? Tatsächlich kein anderes Gefühl, als es heute Mittag um 12 war. Schön, Freude bereitet zu haben, den Leuten ein bisschen Spaß ins Wohnzimmer getragen zu haben und etwas getan zu haben, das in der heutigen Zeit mal Leute zum Lächeln anregt. Wir haben noch einige Sachen im Kopf, die wir machen möchten, aber da lasse ich euch dann wissen, wenn es soweit ist. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Ein virtueller Weltrekord aufgestellt per Videokonferenz. Die Kreativität kennt keine Grenzen.